süßes Schweinchen. Keine Sorge, kriegst einen schnellen Ton. Ach, dafür hole ich jetzt nicht die Axt raus. Das ist ja ratzfatz gemacht. Geht auch schneller als sonst, glaube ich. Hast du auch was verändert? So. Jetzt haben wir genug Holz. Jawohl. Geht gut noch, oder? Den wenigstens. Noch so ein Vorteil, du kannst die Bäume hochklettern, um sie dann abzufällen. Was ich ziemlich klasse finde. Kann man da eigentlich auch hoch? Nee. Das wäre jetzt aber auch zu schön, Hängeleitern zu bauen, ne? Also das fände ich dann schon sehr, sehr epic. Ach, da war wieder der Leitereffekt. So. Ich sehe Zuckerrohr und Sand. Sand brauchen wir. Zuckerrohr jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, wenn wir schon durch die Gegend touren, ne? Nehmen wir es doch gleich mit. So, hier haben wir doch Sand. Und ich hatte doch gesagt, dass diese Schaufel Schrott gehen wird, ne? Ich glaube, ich hatte es prophezeit. Gut, dass wir eine andere gemacht haben. So, so, so. Schön den Sand abbauen. Wir wollen ja auch Glas in unserer Hütte haben. Also ich hätte gerne Glas in der Hütte. Wenn ihr mit komplett verkleideten Holzbrettern leben könnt, dann wäre das natürlich auch kein Problem. Bin ich da gerade auf eine Höhle gestoßen? Naja. Eher sowas Halbes, ne? Höhle kann man das nicht nennen. Und es ist Kohle drin. So. Bauen wir mal restlos ab. Jawoll. Ich hoffe mal, dass die Texture Packs bald aktualisiert werden und auf den neuesten Stand gebracht werden. Denn das Standard Texture Pack, naja, es ist halt, wollen wir mal sagen, nicht mehr zeitgemäß. Ist halt einfach veraltet. Weil sich da nichts ändert. Weil wenn da ein paar HD-Grafiken drin wären, dann wäre das natürlich was anderes. Wird's dunkel? Ja, das wird dunkel. Ich komme hier nicht mehr raus, oder was? Ja, dann sollten wir schleunigst zurück zu unserem Haus. Oh, ist das ein Pool vorm Haus? So. Eine Hammerlandschaft. Hammergeil. Sind wir in unserem Haus und brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen, dass irgendwelche Monster uns beißen. So. Tür zu, Kohle in den Ofen, Sand in den Ofen. Das
Holz machen wir mal so mit. Müssen ja nicht gleich alles aufbrauchen. Eisenschwert brauche ich eigentlich nicht, ich habe ein Steinschwert. Eisenspitzhacke auch nicht, ich habe ja einen Stein. Zuckerrohr auch nicht. So, jetzt lege ich mich hier hin und werde auch wieder eine Aufnahmepause machen. Bin super happy, dass wir die neuen Biome gefunden haben. Bin auch sowas von begeistert, schaut euch das an. Bis auf diesen scheiß Mond. Halt, ich darf es ja nicht sagen, bis auf diesen bescheidenen Mond. Aber ansonsten sieht das so hammer aus hier. Ja, und jetzt haue ich mich hin, mache eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann. Auf Wiedersehen. Hi Leute, da bin ich wieder. So, jetzt habe ich mich für ein anderes Texture-Pack entschieden, wie ihr schon gemerkt habt. Und zwar habe ich jetzt Misa drauf, weil das ist schon gepatcht auf 1.2.3. Und das, meine Kraft ist nämlich noch nicht gepatcht. Deswegen habe ich mir gedacht, oh ja, gut, wenn Hannibal sich da ein bisschen Zeit lässt, müssen wir ja nicht. Wir machen das gleich. So. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Holz haben. Wir brauchen dringend noch Holz. Ihr wisst es ja selber, wie schnell Holz weggehen kann. Außerdem, brennt da nicht gerade noch Glas? Ja. So, dann schauen wir doch mal runter. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Etwas anders, nicht so farbig, nicht so bunt wie bei Hannibal. Die Schweine sehen ein bisschen, naja. Also essen möchte ich die nicht. Nee. Muss nett sein, finde ich. Ah, das ist so toll, das Hochhüpfen. So, ich würde sagen, den ernten wir jetzt mal. Genau, in den wir runterspringen. Das machst du gut, mach ich das. Immer schön Schaden nehmen. So. Da hoch. So, rüber. Hoch. Rüber. So. Schauen wir doch mal, wie wir da durchkommen. Zum Beispiel so. Wir sollten vielleicht noch ein paar Ranken mitnehmen. Nur sicherheitshalber. Wenn hier irgendwelche wären. Ach, noch eine. Ach, wir haben ja 12. Oh. Siehe und staune. So. Jetzt sind wir wieder 14. Gehen noch das Stück hier hoch. Wäre ich ganz oben. Oh, das müssen wir ja gar nicht. Uns reicht das ja so. Ja. Und jetzt holzen wir den ab. Und dann können wir uns auch mal auf die Suche nach Ocelots machen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das sind doch Geparden, ne? Klingt viel zu doof. So. Ich weiß, es ist nicht sehr spannend, das Let's Play, aber ich meine, Leute, wir müssen auch ein bisschen farmen, ne? Wir hatten uns ja nichts anderes übrig, wenn wir weiter bauen wollen. Da ich ja eher so, erstes, es gibt Sammler und Jäger, Jäger und Sammler. Ich bin eher so, kommt ganz drauf an, eine Mischung aus beidem. Bin so der jagende Messi. Aber nicht der Lionel, der Lionel, sondern wirklich der Sammler. So, jetzt weiß ich nicht, ob das rechts oben aufgeploppt ist, weil ich hole mir gerade auch noch das andere Texture Pack, das LB Photorealism. Und wollte es dann mal angucken. Das mache ich dann das nächste Mal, wenn ich aufnehme. Und dann schauen wir doch mal, wie das ausschaut.
und dann entscheiden wir uns, welches Texture Pack wir da reinpfeffern. Aber ich war, muss ehrlich sagen, meine Kraft war bis jetzt das schönste Texture Pack von Honeyball. Hat sie richtig toll gemacht. Das war richtig angenehm zu spielen, war schön farbig. Und jetzt haben wir hier dieses, ja, etwas abgespeckte dunkle Farbspektrum war. Ich haue das Holz. Ist da eine Ananas? So, sie eine Ananas. Der Setzling. Ich glaube, das soll eine Ananas sein. Wäre natürlich auch geil, wenn es die jetzt gäbe. Ja, so. 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 Schön einsacken, was wir hier abgehackt haben. Und der, die kennt jetzt auch. Und wir haben schon wieder fast 2x64 Stacks Holz mehr. Und eine kaputte Axt, aber das lässt sich doch beheben. So eine kaputte Axt ist doch alles wert. Zack, zack, zack. Und jetzt geht's weiter. Aber nach dem Baum stoppe ich das Ganze. Denn dann dürften wir genug Holz haben. Aber es macht einfach so viel Spaß, wenn du so viel Holz findest und kein Problem damit hast mehr. Außerdem will ich die Setzlinge mitnehmen und bei uns aufbauen. Ob das funktioniert, das interessiert mich. Dann treten wir nämlich die Heimreise an. So. Jawohl. Musik passt jetzt zwar nicht eher zum Arbeiten, wie ist hier so Wandermusik, wenn wir durch die Wüste laufen oder durch diese, durch den Dschungel hier. Ich schaue mir ja auch ab und zu meine Let's Plays an. Das heißt ab und zu, ich schaue mir jedes an, das ich mache. Und mir fällt auf, dass ich zurzeit etwas leise bin mit dem Mikrofon. Jetzt habe ich es mal lauter gestellt, jetzt hoffe ich, dass ihr mich besser versteht. Und ja, wenn dem der Fall ist, freue ich mich. Ansonsten drehe ich halt die Mikrofonverstärkung nochmal eins höher. Dann klappt das schon irgendwie. Und dann... ja, zocken wir eine Runde. Und ihr versteht mich auch. Unten liegt schon wieder Ananas rum. Die Holzaxt macht auch nicht mehr lange mit. Ja. Nee. Wie heißen die Dinger nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Pflastersteinaxt. So. Nur die Setzlinge nicht vergessen. Alles mit einpacken, was da runterfällt. Mich wundert, dass da keine Äpfel runterfallen. Müssten die doch runterkrachen wie sonst was. So. Das ist so toll mit den Ranken, dass man jetzt da hochlaufen kann. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Sumpfgebiet auch geht mit den Ranken, aber das glaube ich mal schon, ne? Ist da ein Schwein eingesperrt? Schwein und Kühe. Das ist ja lustig. Naja.